Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Ark Survival Evolved. Ich teste gerade mal, wie man einen Dino zähmt. Das mache ich natürlich an dem Dodo, weil das am einfachsten ist. Ihr müsst den mal als Hinweis mit entweder mit dem Knüppel oder hier mit der Zwille müsst ihr den Dino betäuben. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr ins Inventar. Da müsst ihr rausfinden, was der gerne, also was der Dino gerne isst. Und zwar bei dem Dodo sind es jetzt hier so Bären, zum Beispiel die Mejo-Bäre. Dann gebt ihr das ins Inventar und die Narko-Bäre. Die braucht ihr auch, weil mit der Narko-Bäre haltet ihr die Benommenheit des Dinos hoch. Und der muss halt quasi benommen bleiben, bis er fertig gezähmt ist. Und das seht ihr, wenn ihr mit der Maus so drüber geht, seht ihr quasi einmal den Bewusstlosbalken, der darf halt nicht rund gehen, und den Zähmenbalken, der muss halt immer höher gehen. Und der Zähmenbalken geht halt höher durch entsprechende Nahrung. Und der Benommenheitsbalken bleibt halt oben, indem ihr die Narko-Bäre gebt. So. Und dann kann man halt gucken, dass man... Jetzt sind die Narko-Bären fast leer. Und jetzt muss man halt gucken, dass man vorher eigentlich genug Narko-Bären hat. Beziehungsweise, was noch besser ist, ist, wenn man Narkosemittel benutzt. Das kann ich aber nicht, weil ich das noch nicht gelernt habe. Aber das machen wir bald. So. Ist aber schon 50% gezähmt. Wie effektiv die Nahrung ist, die ihr dem reinlegt, seht ihr immer halt hier an diesem Effektivität. Also die Beere, die jetzt drin ist, ist jetzt schon nicht mehr ganz so effektiv. So. Ja. Große Bären weiter hochhalten. Ihr seht ja, wie der Balken immer höher geht. Ja, dieser zähen Balken. Der Bewusstlosbalken halt immer weiter runter. Und gucken wir mal, ob hier ein Busch ist. Und ich finde mal noch ein Narkosebäre. Wäre doch jetzt ärgerlich, wenn es an einer Narkosebäre scheitert oder sowas. Es ist fast gezähmt. Vorher wusste ich nicht, was man mit den Narkosebären soll. Da waren es immer viel zu viele, die ich hatte. Und jetzt, wo man sie mal braucht, hat man sie nicht. Aber gut, das Dodo ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich will natürlich noch einen anderen Dino zähmen. Aber am Dodo wollte ich es jetzt mal ausprobieren. Bevor ich aber halt... Ha, da! Du hast gezähmt, ein Dodo. Cool. Töten zum Freischalten. Schön. Namen für Dodo festlegen. Ja, bin ich total kreativlos. So, was kann man jetzt mit dem machen? Greif Ziel an, Folge. Aktiviere Wandern zum Paaren. Okay, ich kann es aufheben, das Dodo. Und wegschmeißen. Und was kann man noch? Ich kann den Namen ändern, ich kann es freilassen. Ich kann den Befehl deaktivieren, dass es mir folgen soll. Aha. Okay. Na dann folge mir mal. Ach, das ist ja witzig. Jetzt folgt mir dieses kleine Vieh. Okay. Das ist ja echt zum Schreien. Und ich würde gern, was mein Ziel ist, ist, dass ich so ein Vieh zähme, was
was so Gift spuckt. Die finde ich total nervig, wenn ich gegen die kämpfen muss. Und deswegen will ich mal versuchen, davon eins zu zähmen. Da weiß ich schon, anhand von Rumprobieren, dass die keine Beeren wollen, sondern die wollen halt rohes Fleisch essen. Aber da werde ich mich nicht mit diesen Narkosebären abquälen, sondern da werde ich dann halt schon diese Narkotika herstellen. Dazu brauche ich aber erstmal ein Level up, damit ich die entsprechenden Punkte habe. Und dann müssen wir natürlich auch noch so ein Vieh dann finden, weißt du? Normalerweise rennen die halt immer überall rum und gucken dich mit Gift voll. Und wenn du dann mal eins brauchst, dann sind sie dann natürlich nicht da, aber wir werden sehen. Wir sammeln jetzt erstmal noch ein bisschen Zeug hier ein, bringen das Dodo mal Richtung unserem Grundstück. Könnte auch ein so ein Vieh hier zähmen, was hier so gerade hier rumläuft. Aber die sind halt total feige, die hauen halt immer ab. Und das ist mir zu nervig, den, weil die rennen dann auch ins Wasser und so. Und denen dann immer mit der Zwille hinterher zu rennen. Wie so ein Depp. Das macht nicht so viel Spaß. Ach so, und was man noch braucht, außer der Narkosebeere, um diesen Narkosemittel herzustellen, ist verdorbenes Fleisch. Aber das zu bekommen ist ja kein Problem. Man braucht nur normales Fleisch und ein bisschen Geduld, dann verdirbt das halt automatisch. Da muss man nicht viel zu beitragen. Ich frage mich halt, muss ich mich auch um das Dodo kümmern, eigentlich? Also sprich, muss ich das füttern und so? Naja, tatsächlich. Das hat auch irgendwann Hunger, scheinbar. Inventar mal öffnen. Ah ja. Okay. Also da müssen wir gucken, dass da immer so ein paar Beeren drin sind, dass das Vieh was zum Trinken und, Quatsch, zum Trinken, zum Essen hat. Okay, dann, ich bewege mich mal Richtung Lager und in der nächsten Folge versuche ich dann ein so ein Giftding zu zähmen und ich erkläre das dann nochmal im Detail, wie das funktioniert, was man alles braucht, was man alles lernen muss, wie das funktioniert, dass man es betäubt und so weiter und so fort. Da erkläre ich schon alles im nächsten Video. Dann erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.